Über den freiheitlichen Rundfunk der Westsektoren und durch die freiheitliche Presse wird die Bevölkerung über die Ereignisse innerhalb und außerhalb ihrer umstrittenen Stadt unterrichtet. Nach 100 Tagen Blockade wurde das Berliner Problem von den Westmächten der ganzen Welt unterbreitet. Das Versorgungsproblem wurde inzwischen gelöst. Trotz russischer Versuche, die Stadt durch den Hunger gefügig zu machen, blieben die Rationen in den Westsektoren die gleichen. Der entscheidende Faktor aber in diesem Kampf um die Freiheit Berlins ist die Luftbrücke der westlichen Alliierten. Nach 100 Tagen Blockade sind ihre Rekorde ein Weltgespräch geworden. 50.000 Flüge nach Berlin, 40 Millionen Flugkilometer mit 250.000 Nettotonnen Gebrauchsgütern für die Berliner Bevölkerung. Um diese kostbaren Ladungen nach Berlin zu bringen, mussten die Flugzeuge eine Strecke zurücklegen, die 1000 Mal um die Erde reicht. Ein weiterer Rekord, diesmal eine Bauhöchstleistung, wurde inzwischen in Tegel aufgestellt, wo der neue französische Flugplatz im Dezember in Betrieb genommen werden kann. Dieser Flugplatz ist ein wichtiger Teil in der Luftversorgung der westlichen Alliierten, welche die Zufuhr von Lebensmitteln und Kohle fortgesetzt steigern. In Gatow erhöhten sich besonders die britischen Kohlenlieferungen und vollbeladene Lastkähne nehmen täglich ihren Weg hafelaufwärts in die Kanäle West-Berlins. In Tempelhof tauschen die Amerikaner ihre 2,5 Tonnen Dakotas gegen weitere 7 Tonnen Skymasters aus. Damit erhöhte sich automatisch das Fassungsvermögen nahezu um das Dreifache. Die Berliner Frage steht nunmehr vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und die Westmächte werden wie bisher alles tun, um die grausame Blockade gegen 2,25 Millionen Menschen zu beenden. Die Berliner Bevölkerung hat die feste Gewissheit, dass die Westmächte die Versorgung der Stadt weiterhin gewährleisten, bis die Krise vorüber ist. Nach 100 Tagen russischer Blockade sind die westlichen Alliierten und die Berliner entschlossener denn je in ihrem Kampf um die Freiheit Berlins.